Fällt im Jahr 2021 die Rentenbesteuerung weg? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Beim höchsten deutschen Finanzgericht, beim Bundesfinanzhof in München, sind zurzeit zwei Revisionen in Sachen Rentenbesteuerung anhängig. Und zwar geht es um die Frage in diesem gerichtlichen Verfahren, ob hier Fälle der sogenannten verbotenen Doppelbesteuerung vorliegen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Doppelbesteuerung grundsätzlich für unzulässig erklärt. Und genau geht es um Folgendes. In der Rechtspraxis hört sich das dann wie folgt an. Der Tatbestand der Doppelbesteuerung liegt konkret vor, wenn der eigene Beitragsanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung in der Ansparphase aus eigenem Einkommen versteuert wurde und auf diesen schon zuvor versteuerten Beitragsanteil in der Auszahlphase, also in der Rentenphase, wieder Steuern gezahlt werden müssen. Und was jetzt hier so kompliziert ist, das schauen wir uns jetzt mal näher an. In der Ansparphase, das ist die Phase, in der Sie als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger Beiträge an die Rentenversicherung zahlen, wird ein Teil der Beiträge, die Sie dort gezahlt haben, aus steuerpflichtig, und zwar müssen Sie das bezahlen aus eigenem Einkommen. Das ist sozusagen der erste Teil der Besteuerung in der Ansparphase. Jetzt kommen wir zur Auszahlungsphase, und zwar ist das die Phase, wo Sie Ihre wohlverdiente Rente ausgezahlt bekommen. Hierauf müssen Sie auch Steuern zahlen, und zwar, wenn Sie Ihre Rente im Jahr 2020 bekommen, 80% von der Bruttorente müssen hier versteuert werden. Und zwar wiederum bezahlt aus eigenem Einkommen, aus der eigenen Rente. Das ist sozusagen der zweite Teil der Besteuerung. Und hieraus entsteht dann sozusagen die Doppelbesteuerung. Das heißt also, wenn Sie hier aus dem Renteneinkommen Steuern zahlen müssen, obwohl Sie schon in der Ansparphase für die von Ihnen gezahlten Beiträge auch schon Steuern gezahlt haben, entsteht hier der Tatbestand der Doppelbesteuerung. Und Finanzwissenschaftler und Experten haben herausgefunden, dass aufgrund eines solchen rechnerischen Vergleichs, den man hier anstellen muss, der Tatbestand der Doppelbesteuerung auch mathematisch tatsächlich in den beiden Fällen, die beim Bundesfinanzhof anhängig sind, vorliegt. Damit wäre die Art der Besteuerung der Altersversorgung oder der Altersvorsorge, der Rentenvorsorge, verfassungswidrig. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht die Sache natürlich naturgemäß völlig anders. Der große Knall aus München lässt noch auf sich warten. Aber wenn man den Ankündigungen und den außergerichtlichen Äußerungen eines Bundesfinanzrichters aus München Glauben schenken darf, kann das Urteil nur eines lauten: verbotene Doppelbesteuerung. Ob es wirklich so weit kommt und damit die gesamte Rentenbesteuerung im Jahr 2021 aufgehoben wird, bleibt wirklich offen. Denn selbst wenn der Bundesfinanzhof zugunsten der beiden Kläger entscheiden würde, hat das letzte Wort immer noch das Bundesverfassungsgericht. Und Sie wissen auch, Klageverfahren oder Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht dauern viele Jahre. Lohnsteuerhilfevereine und Steuerberater empfehlen schon seit längerer Zeit, Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen und auf die anhängigen Verfahren beim Bundesfinanzhof verweisen und Antrag auf das Ruhen des Verfahrens stellen. Hier nochmal die Aktenzeichen der beiden anhängigen Revisionsverfahren. XR 33 aus 19 und XR 20 aus 19. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.